Herzlichen Glückwunsch! Jetzt solltest du deinem Körper alles geben, was er in der Schwangerschaft braucht, damit auch dein Baby bestens versorgt wird. Aber was ist eigentlich richtig gut für dich und dein Baby? Grundsätzlich solltest du dich bunt und vielseitig ernähren. Einige Lebensmittel sind dabei leider tabu, zum Beispiel Alkohol und Energydrinks. Bis zu 2 Tassen Kaffee pro Tag sind hingegen erlaubt. Rohmilchprodukte wie Camembert oder Büffelmozzarella musst du jetzt meiden. Sie sind im Supermarkt extra gekennzeichnet. Achte bei Fleisch und Fisch bitte immer darauf, dass sie komplett durcherhitzt wurden. Steak also well done bestellen und auf Sushi oder Salami lieber verzichten. Dein Frühstücksei solltest du nur hart gekocht oder durchgebraten verspeisen. So gehst du sicher, dass sich in tierischen Produkten keine Krankheitserreger mehr befinden. Obst ist ganz wichtig für deine Ernährung, aber wasche es vor dem Verzehr gründlich. Das gilt auch für Gemüse und Salat. Fertigbeutel und Keimlinge sind durch ihre Lagerung oft mit Bakterien belastet. Hier also lieber Finger weg. Achte immer darauf, dass du frische Lebensmittel zubereitest. Sie enthalten wichtige Vitamine und Spurenelemente für dich und dein Baby. Folsäure und die im Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren solltest du zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Sie verhindern schwere Schädigungen deines Babys, die durch einen Mangel entstehen könnten. Wenn du das beachtest, sind auch kleine Sünden erlaubt. Ob Schokolade, Chips oder Cheeseburger, hör einfach auf dein neues Bauchgefühl. Aber lass dich nicht täuschen, für 2 essen musst du nicht. Etwa 250 Kalorien mehr am Tag sind ausreichend. Die stecken zum Beispiel in einem Schokoriegel oder 2 großen Äpfeln und einer Banane. Alles Gute für das bevorstehende Abenteuer!